Du musst keine Hundepfeife trainieren, nur weil du das irgendwo mal gesehen hast. Ja, natürlich gibt es da jemanden, der sagt, wenn Platz, dann Platz. Jawoll, sehr, sehr gut. Super. Ja, jetzt kommt langsam Routine wieder rein. Weil ich hier meinen Wanderstock mit habe. Schreibt eine rum, so wie Caesar Milan Style. Lass uns doch mal Caesar Milan einfach mal thematisieren. Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen Tacheles auch sprechen. Und manche Dinge regen mich einfach komplett auf. Und ich will einfach auch mal darüber sprechen. Ja, manchmal muss man einfach mal ein bisschen Dampf rauslassen, weil einen so viele Sachen ankotzen da draußen. Und nein, ich rechtfertige mich nicht. Es hat nichts mit Rechtfertigen zu tun, sondern ich möchte all diejenigen auch schützen, die sich auch ständig mit solchen Dingen auseinandersetzen müssen. Dieser Perfektionismus im Hundetraining, der kotzt mich einfach an. Und ich will mal ein bisschen, ja, authentisch mit euch. Alle erzählen von immer authentisch sein, Authentizität. Und niemand ist es in irgendeiner Form, sondern es wird immer alles zurecht gebastelt, schön dargestellt. Und das ist nicht reell. Und deswegen will ich mit euch heute auch ein bisschen drüber reden. Das Erste, was ich sagen will, ist, Hundetrainer sind auch nur Menschen. Punkt aus. Da kann nicht alles perfekt laufen. Und das muss man doch auch mal zeigen und auch mal sagen. Man muss doch mal einen Arsch in der Hose haben, um zu zeigen und sagen zu können, hey, das funktioniert nicht alles, ich brauche da lange für, das ist ein Prozess und so weiter. Natürlich wissen wir es besser, wie der Otto-Normal-Hundehalter. Aber es sind sozial komplexe Lebewesen, mit denen wir arbeiten. Wir können es oft schneller. Ja? Und selbst das klappt manchmal nicht und man braucht einen externen Blick darauf. Aber perfekt ist das nicht. Nicht nur, weil wir Hundetrainer sind. Das ist doch albern. Die Pubertät geht doch nicht an uns vorbei. Ja, der Tierschutzhund, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, das geht doch nicht an uns vorbei, nur weil wir den an alleine nehmen. Das ist albern. Also zeigt doch auch mal der reellen Welt da draußen, dass auch wir arbeiten müssen, dass wir Prozesse machen, dass wir uns wiederholen müssen und so weiter. Weil das nimmt den ganzen Druck der Menschen schon mal raus. In dieser shining-optigen Welt, wo hier alles, es läuft super gut, mein Tierschutzhund, der kann alles und so weiter. Das ist zum Brechen. Das nächste ist so, dass wenn ich zum Beispiel eine Art und Weise von Kommunikation habe, dass ich Phasen habe, ich rede mal so, ich mache das mit Futter, dass es immer wieder so Menschen gibt, die dann so einfach sagen so, ah, meine Hunde hören aber auch ohne Futter. Also ich würde sie nicht so oft ansprechen und ich würde dies. Hä? Alter, das ist doch mein Leben, das ist doch meine Art und Weise. Ich bin glücklich mit meinen Hunden, mit unserem Leben. Ich kann die überall mit hinnehmen, wo ich will. Ich habe keine Probleme mit Fremdhundebegegnungen. Ich habe nichts, gar nichts. Und das hat auch wieder nichts mit Rechtfertigen zu tun, sondern lass mich doch kommunizieren, wie ich will. Ich freue mich doch, wenn du das ohne Futter kannst, wenn du kommunizierst statt konditionierst. Von mir aus. Es ist aber Blödsinn. Und das sind so Dinge, wo ich mich frage, ihr redet doch immer alle von individuell. Ihr redet doch immer alle so gerne von, es führen viele Wege nach Rom. Es führt dies, es macht jenes und es macht das und das und das. Ja, warum lässt man denn aber auch einen nicht? Wir haben tausenden Menschen schon geholfen mit dem Laberababer, die glücklich sind. Es, jetzt mal ohne Scheiß, es geht doch darum, dass das Mensch-Hunde-Team, das, was da gerade Probleme hat, glücklicher wird. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, so zu sein wie ich oder wie du, sondern es geht darum, dass die frühst die Augen aufmachen und glücklich sind, wieder mehr Spaß mit ihrem Hund haben und der Hund dadurch auch ein glücklicheres Leben hat. Wenn die viel singen und klatschen und tanzen und Futter verteilen, ist doch das scheißegal. Oder etwa nicht? Kommentiert mal. Ist das nicht egal? Was ist denn mal das scheiß Problem daran? Das nächste Ding ist, weil ich hier meinen Wanderstock mit habe, schreibt eine rum, so wie Caesar Milan Style. Meine Herren, Alter, wie kann man nur so, was ist denn euer Scheißproblem? Erstens, was hast du gegen Caesar Milan? Lass uns doch mal Caesar Milan einfach mal thematisieren. Das ist ein kleiner Mexikaner, der vor zig Jahrzehnten angefangen hat, mit Hunden zu arbeiten und massive Fehler gemacht hat, der massiv in der Kritik steckt. Ja, aber wisst ihr was? Der hat wenigstens mal noch einen Arsch in der Hose gehabt und ständig Fehler gezeigt. Ja, sich irgendwo weiterentwickelt, vielleicht auch nicht mehr, keine Ahnung, ich verfolge das nicht mehr. Aber der hat einen Veränderungsprozess gemacht. Der hat Sachen gezeigt. Und Gott sei Dank hat der das gemacht. Genau aus diesem Grund entwickelt sich die komplette Szene ja auch weiter und hinterfragt viele Dinge und so weiter. Weil man sagt, ey, das ist scheiße, lass uns mal anders drüber nachdenken. Ey, das ist doch auch kacke, ey, das ist doch auch blöd und so weiter. Das ist doch wahnsinnig toll, dass dieser Prozess entstanden ist. Und da hat der einen riesen Beitrag zu. Zeig mir doch mal einen Deutschen, der auf diesem Niveau
arbeitet. Also ich rede jetzt nicht von einer Professionalität her oder vom richtigen Arbeit, sondern Niveau von, ich zeige euch das permanent, dass ich richtig Dinge mache, dass ich mit den Hunden arbeite. Wisst ihr, was ich mir für Deutschland wünsche? Genau so etwas wieder. Jemand, der komplett die Arbeit mit Hunden zeigt. Die ganze Zeit, von der Aufnahme, von der Übernahme, von der Integration ins Rudel, von der Problematik, die er hat, von Aggression, von Ängsten und so weiter. Ich würde das sofort machen. War ein Vorschlag, auch zu der TV-Serie. Ich habe keine Ahnung, ob die das da irgendwie haben. Ich würde das machen, weil das ist doch Realität. Und seid doch dankbar, wenn jemand den Arsch in der Hose hat und realistische Dinge zeigt, an denen man natürlich diskutieren kann, natürlich sich weiterentwickeln kann. Wie geil ist das denn, wenn jemand einen Fehler zeigt und sagt, guck mal, das war ein Fehler, das war jetzt nicht gut, wir können doch das jetzt mal anders machen und dann so und so vielleicht. Da profitieren doch alle von. Nein, der Deutsche, der kommt wieder um die Ecke und labert und rabarbert nur rum. Zeig's doch alle besser. Und nicht, es ist ein demokratisches Land, jeder hat doch seine Meinung, wir können doch machen. Na, wenn du offiziell und online und sozial bist, dann musst du damit leben. Mach doch mal selber was. Wirklich jetzt, das kotzt mich an. Nochmal zu Cesar Millan und zu dem Stock. Alter, den Stock, den schleppe ich 8 Jahre mit mir rum. Ich kann euch das mal zeigen, ganz kurz. Vielleicht sieht man das hier. Ich habe hier ein Tattoo. Sieht man das? Ja. Da bin ich, hier vorne ist meine Lina und da habe ich einen Stock in der Hand. Den trage ich seit 8 Jahren mit mir schon durch die Gegend. Wenn du nämlich viele Hunde hast, macht das Ding einfach Sinn, weil es ein verlängerter Arm ist und ruhig und leise damit kommuniziert werden kann. Wo ist denn das scheiß Problem? Wo ist das scheiß Problem? Haben wir nicht wirkliche Probleme im Tierschutz? Wenn Hunde europaweit in Verschlägen leben, an der Kette leben und richtig ein Dreckkackleben haben, sind das nicht Probleme, über die wir uns aufregen müssen, wo wir unsere Zeit und Energie und unsere Ressourcen reinpacken müssen? Und ja, vielleicht mag das sein, ist das nur ein Kommentar. Vielleicht, ja, sollte das einer nicht nachäffen und so weiter. Ja, genau, hinlegen wieder. Okay, und das ist doch das Problem, was ich eigentlich sehe. Wir haben ganz andere Sorgen und wir sollten gemeinsam mal darüber nachdenken, was wir machen können, um wirklich mal Hunden zu helfen. Du musst keine Hundepfeife trainieren, nur weil du das irgendwo mal gesehen hast. Es ist nicht notwendig. Wenn du ein oder zwei Hunde hast, kannst du ganz viel einfach über die Aufmerksamkeit auch klären. Die Aufmerksamkeit bedeutet einfach nur, dass du den Namen sagen kannst und dein Hund weiß, was los ist. Alice. Jawohl. Sehr, sehr gut. Finja. Jawohl. Hey, hey. Ava. Alice. Sehr, sehr gut macht ihr das. Alice. Finja. Hey, hey. Los, kommt her, da kommt ein Auto. Kommt mal bitte hier alle an den Rand. Na los, kommt her. Finja? Genau, so ist gut. Okay, warten. Hallo. Das bedeutet ganz einfach, du kannst halt über die Aufmerksamkeit deinen Hund ja auch steuern und ein Rückrufsignal später einkoppeln. Aber eine Hundepfeife oder ein Pfiff hat natürlich auch Vorteile. Vor allen Dingen, so wie ich, mit einer größeren Hundegruppe. Weil irgendwann ist es ja halt so, ich müsste jeden einzelnen Namen ansprechen. Natürlich wird der ein oder andere sich mitbewegen lassen, weil ich den anderen bewege. Aber es wird Zeit vergehen. Und ab und an hat ein Hund eine andere Motivation. Also das bedeutet, wenn ich jetzt hey, hey sage, hat Alice vielleicht eine andere Motivation und wird nicht kommen. Und ab einer gewissen Zahl von Hunden, das ist meistens bei mir ab 3, baue ich ein Gruppensignal auf. Habe ich früher als Dogwalker auch immer gemacht. Und das bedeutet ganz einfach, ich habe einen Pfiff, worauf alle reagieren müssen. Sofort. Jawohl! Sehr, sehr gut! Macht ihr das? Alice? Hinter? Ah. Okay. Jawohl, sehr, sehr gut. Jawohl, sehr, sehr gut. So, das Wichtigste ist immer Wiederholung.
Hey, geh mal hinter. Alice, hinter. So, das heißt, man geht immer wieder darauf zu. Ja. Und gibt wieder frei. Okay. Jawohl! Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Alice, wo bleibst du denn? Hey, Musterschüler. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das bedeutet, mal richtig Dampf reinbringen. Und dann, ja, es dauert alles ein bisschen lange. Ja, ist nicht so einfach. Super. Dampf reinbringen und den Pfiff üben, ja? Sehr, sehr gut. Mehr will ich gar nicht. So, wiederholen wir jetzt gleich nochmal. Jawohl! Sehr, sehr gut. Super! Ja, jetzt kommt langsam Routine wieder rein. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Eva, komm her. Stressig, ja? Eva, komm. Jawohl. Ja, das ist stressig. So, jetzt geht's aber wirklich ab. Los. Ich habe mich viel aufgeregt, aber ich will mich ja eigentlich gar nicht aufregen. Ja. Mir geht es einfach um so diesen Perfektionismus, dieses einseitige Denken, dieses immer nur schwarz-weiß. Und wir müssen mal aufhören damit. Ganz ehrlich jetzt, ich habe Kinder, ich habe hunderte Hunde schon gearbeitet. Und es gibt so viele Dinge, die laufen halt einfach nicht perfekt. Ja. Hey, zum Beispiel, jetzt legt euch mal hin. Liegt auf dem Berg, rutscht runter, liegt natürlich jetzt nicht sauber. Alice, komm mal her. Alice, Platz. Ja, einfach, weil die bescheuert liegen. Und das ist doch nicht schlimm. Ja, natürlich gibt es ja jemanden, der sagt, wenn Platz, dann Platz. Kannst du doch machen. Ist dein Ding, ist doch vollkommen in Ordnung. Würde ich mich nie drüber aufregen. Und dieses perfektionistische Denken, dieses Schwarz und Weiß geht nur und so weiter, das ist nicht richtig. Wir verlangen von unseren Hunden teilweise so viel ab und können das selber als Mensch gar nicht leisten. Es gibt natürlich super perfekte Rahmenbedingungen, das ist doch auch vollkommen in Ordnung, aber das ist doch nicht die Masse, das ist doch nicht der Durchschnitt und das sollte auch auf gar keinen Fall der Anspruch für dich sein. Also ich möchte einfach, dass du dich ein bisschen mal entspannst und einfach weißt, bei mir läuft auch nicht alles perfekt und ja, ich mache da meine Hosen runter und ja, das macht mich angreifbar, aber wisst ihr, das ist mir sowas von Boogie, weil das ist reell. Glaubt mir mal eins, ich habe sehr, sehr viele Leute schon kennengelernt, also namhafte Leute, also wirklich namhafte Leute, namhafte Projekte und was weiß ich nicht alles, ja. Und glaubt mir, da lief es nirgendwo perfekt. Ich habe das noch nicht erlebt und schon gar nicht, wenn man mit Tierschutzhunden arbeitet, ja. Das muss man einfach so. Alice, Platz. Ich weiß, du bist nass. Wir waren nämlich gerade baden. Und das ist in Ordnung. Ich kann damit einfach leben. Weil mein Anspruch ist nicht Perfektionismus, sondern mein Anspruch ist glücklich sein mit seinem Hund. Und ich bin ein Experte für Menschen, die mit ihren Hund im Alltag nicht zurechtkommen, weil ich da helfen kann, weil ich das schon mindestens über 3000 Mal jetzt schon mit meinem Team gemeinsam gemacht habe und ich kann da mitreden. Bin ich jetzt aber perfekt im Mantrailing? Nö. Bin ich perfekt im Agility? Bin ich perfekt im Formalismus und so weiter? Auf gar keinen Fall. Bin ich nicht. Will ich auch gar nicht sein. Und mir ist das wichtig, dir das auch da draußen mitzugeben. Okay? Ganz, 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 ganz wichtig. Und deswegen zeige ich auch immer mehr solche Videos, wenn, ich sag jetzt mal, wenn ich mit Alice allein unterwegs bin, ja, ein Traum, dann laufe ich stundenlang durch die Gegend, na lass, steh auf, ja, ja, dann laufe ich stundenlang durch die Gegend und die können einfach machen und tun, wie sie wollen, aufgeregt sein und dann legt sie sich hin und das funktioniert alles. So eine Gruppendynamik ist einfach was anderes und seitdem Ava da ist, ist sehr viel Unruhe da, weil sie schon auch ein bisschen älter ist, weil sie noch viele Dinge lernen muss, so wie das jetzt hier alles, ne? Und das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand behaupten kann, dass er 24, 7, 365 Tage im Jahr immer perfekt kommuniziert und perfekt mit seinem Hund ist. Ey, ich weiß doch selber, wie es ist, wenn du mal nachts nicht schläfst, weil bei deinem Kind die Zähne kommen oder es krank ist. Du auf Arbeit kommst und wieder irgendeine Hiobsbotschaft ist. Mitarbeiter krank, Kollegen krank, was weiß ich, irgendeine Riesenrechnung flattert rein. Jemand erzählt mal wieder Kacke über dich. Es gibt wieder einen Haufen Hasskommentare. Ich weiß doch alles selber, wie das ist. Natürlich
macht das was mit einem und man ist mal müde, man ist mal wütend, man ist mal hektisch, man ist mal vom Timing her schlecht und das passiert mir doch ganz genauso mit meinen Hunden. Nur kann ich sehr schnell mich selbst reflektieren und kriege das sehr schnell wieder in die richtige Richtung. Und der Großteil der Zeit, und das kann ich mit Verlaub behaupten, ist bei uns alles sehr, sehr geil. Aber das ist nicht 24/7, 365, versteht ihr, was ich will? Ich möchte euch einfach nur erreichen. Perfektionismus hat für mich nichts in einer Beziehung zu suchen. Weder mit dem Mensch noch mit dem Hund. Perfektionismus ist überhaupt nicht das Ziel. Und ich will dir da draußen einfach nur den Druck nehmen. Den Druck nehmen und dir sagen, erkenne, wenn du einfach viel zu viel verlangst, viel zu perfektionistisch denkst und das vielleicht absolut albern ist und das wirklich deine Beziehung schadet. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Ach nee, warte. Ach so, die hängt ja da schon. Zurück vom Spaziergang. Täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt kann ich Finn ja auch endlich wieder... Finn, das ist ja schon. Ava belohnen. Und zwar, weil ich so eine schöne Leckerli-Tube hier habe. Hey, Decke. Ja, siehst du, mal kurz zwischendurch korrigieren. Das bedeutet, ich habe natürlich wieder wunderbare Rinderlungen-Leckerlis für die Bambi hier. Wenn ihr diesen Link folgt, den hier quasi, dann kommt ihr zu Cookies Laden und da könnt ihr gerne Leckereien oder Kauartikel bestellen und könnt sogar noch Prozente sparen und noch Prozente in unserer Mission Hunde besser verstehen Projekt reinfließen lassen. Gebt einfach den Rabattcode hier ein und dann viel Spaß beim Bestellen. So, das läuft ja grundsätzlich sehr, sehr gut. Jetzt werde ich den ersten Test mal machen und nur den Hey-Hey rausholen. Mal sehen, ob das klappt. Hey-Hey. Sitz. Ja, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Okay. Hey. Decke. Finja. Finja. Jawohl, komm her. Nee, komm her. Komm nach. Sehr gut. Super. Okay, Finja, Decke. So, ich hoffe, es wird bald wieder warm. Die Jungs und Mädels machen das hier fantastisch. Das einzelne Ausrufen und Trainieren, das dauert jetzt natürlich noch eine Weile. Aber es war ja auch einfach jetzt erstmal nur eine Testphase. Was ich auch merke, ist, wenn ich mit denen in die Interaktion gehe, vielleicht sieht man mich da an der Scheibe. Das Handy stört, das blockiert ganz schön bei der Arbeit. Ich werde wohl dann doch hier mal eher das Dreibein aufstellen müssen, damit ich freier agieren kann. Sehr gut. Okay. So. Habt ihr gut gemacht. So, das ist ab in den Garten. Ja, das finde ich ja.